Es wächst uns die Muße, nicht an Bäumen, die heitere, angstlose Freie, die der Anfang ist von allem, was Mensch heißt. Ein Mann von 37 Jahren, Kassierer bei einer Bank, brav, gewissenhaft. Und eines schönen Abends nimmt er die Axt und erschlägt einen Hauswart, der nichts dafür kann. Warum? Warum? Du sollst nicht immer an deine Akten denken, Martin. Hm? Du machst dich krank. Jede Nacht arbeiten verträgt doch kein Mensch. Nimmt einfach die Axt. Es gibt Stunden, wo ich ihn begreife. Graf Oederland ist eine Fabel von Max Frisch, die eine autoritäre Rebellion beschreibt. Es gibt einen Staatsanwalt in diesem Stück, der ausbrechen möchte aus seiner Welt, auf der Suche nach Freiheit. Er entledigt sich all dieser Fesseln des bürgerlichen Lebens und schließt sich im Wald Köhlern an und gründet eine Bewegung, die aufbegehrt gegen das, was alle hassen, gegen das herkömmliche Leben. Diese Bewegung ist autoritär strukturiert und man könnte sagen, es ist eine rechte Bewegung, die den Aufstand probiert. Wehe, wer uns die Wege verstellt! Wehe, wehe euch allen! Ich sehe euch fallen! Ich habe Pegida zuerst ziemlich unterschätzt. Dann habe ich gemerkt, dass das plötzlich einen Sog entwickelt. Wir haben zu einem Zeitpunkt, als es noch möglich war, hier in Dresden mit Pegidisten, sogenannten Anhängern der Pegida-Bewegung, zu reden, Gespräche geführt innerhalb von Dresden, auch außerhalb von Dresden, haben Gesprächspartner ins Theater eingeladen und haben nach Ursachen gefragt für Unzufriedenheit, haben nach Ängsten gefragt. Offiziell haben wir knapp 1 Million Arbeitslose. Wenn dieses Jahr 1 Million Flüchtlinge dazukommen, muss es logischerweise irgendwo eine Obergrenze geben. Es geht nicht anders. Wir haben in der Stadt so eine Art von Sozialforschung betrieben, um das zu tun, was von Pegida, ja der Gegenseite, immer vorgeworfen wird: Ihr redet nicht mit uns. Wir haben das getan und diese Materialien in diesem Stück mit den Materialien von Frisch zu einem Text verschränkt und verdichtet. Uns wurde nicht mitgeteilt, dass hier ein großer Empfang stattfindet. Wer sind Sie? Das wissen Sie genau. Sind Sie der Anführer der Rebellen? Nennen Sie mich nach Belieben. Sie sind zum Tode verurteilt. Und Sie sind die Damen und Herren Politiker, die mein Todesurteil unterzeichnet haben? Graf Oederland geht um die Welt. Graf Oederland geht mit der Axt in der Hand. Graf Oederland geht um die Welt. Die meisten sind Schwarzafrikaner, männlich, frauenfeindlich und telefonieren ständig mit ihrem Smartphone. Der Chor ist so etwas geworden wie der Repräsentant der Bürgerinnen und Bürger Dresdens. In dem Fall war die Recherche eben im Pegida-Umfeld und insofern spielt dieser Chor jetzt diese Rolle. Es sind also nicht Sie selber, es sind auch keine Texte von Ihnen selber, sondern es sind Fremdmaterialien, die dann bearbeitet dem Chor zugewiesen worden sind. Wir haben euch nicht eingeladen! Ich mag sie nicht, ich will sie nicht, ich brauche sie nicht! Wenn ich sehe, wie die unsere Länder bürgern, Bürger verprügeln, Müll überall liegen lassen und unsere Frauen vergewaltigen, also, da brennt mir der Arsch! Ich will montags hier rausgehen, auf die Bühne und den Leuten sagen, dass ich heute nicht Theater spiele, weil ich nämlich heute demonstrieren gehe. Und die Leute dazu auffordern, also Sie, also die Zuschauer, dazu auffordern, dass Sie mit mir da draußen demonstrieren, heute Montag. Aber ich habe Schiss davor. Ich verstehe es einfach nicht. Wo seid ihr denn alle? Warum sind montags da nicht genauso viele auf der Gegenseite wie auf der Pegida-Seite? Ja, ich meine euch. Euch Lehrer, euch Professoren, euch Friseure, euch Metzger, euch Intellektuelle, euch. Wir sind die Deutschen und wollen nicht, dass ihr uns überrennt, der Islam. Herrlich sind wir und frei.
Zentral ist, glaube ich, bei der Sache, dass wir auch mit dieser Arbeit Mut machen möchten, sich zu verhalten. Mischt euch mehr ein, geht auf die Straße, engagiert euch und positioniert euch gegen Pegida. Und dann wird es auch, glaube ich, sehr schnell so sein, dass diese Stadt nicht mehr nur in dem Licht von Pegida gesehen wird, sondern als eine empfunden wird, wie sie eigentlich auch ist, als eine offene Stadt. Was einen so anfasst, so verängstigt und unglaublich traurig macht, das ist der Ausverkauf von einem Mindestmaß an Empathie. Es kommt jetzt